weiter geht's. Bin ich mal gespannt. Die Brutstätten gefallen mir halt alle sehr gut. Sind halt schön. So vom Aufbau her gefällt mir soweit. Ja. Warte mal, wenn ich hier hinkomme, wo komme ich dann weiter? Schade, ich dachte, es wäre so eine Illusionstür oder so. Sieht aber... Ach, nach unten. Kam ich von hier? Ja. Aber ich meine, ich kam von hier und dann bin ich hier hoch. Okay, da habe ich nur was gefunden. Gut, guti, 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 guti. Was wird denn da hergestellt? Maschinenteile. Ist das eine Schmiede? Sie scheint Maschinenteile hergestellt. Engine Skinner, macht aber auch Stress hier. Könnt ihr doch nicht bringen, Bubis. Hm? So. Ich habe keine Ahnung, wie viel geflochtenen Draht ich jetzt direkt wohin schicken kann. Auch wenn zu suchen, soll ich rumdrehen, dass ich ihn abschießen kann. Super Scharfschussbogen. Das meine ich so, diese... Jetzt packe ich fest, das ist gut. Immer super.
Drecksvieh. Kannst du nicht mal looten, ey. Ja, immer diese gezwungenen Kämpfe auf engem Raum, Hauptsache Action, da denke ich mir so, ja, so zum Thema Freiheit im Sinne von, wir haben den Spieler die Wahl, wie er es machen will. Aber eigentlich, nein. Oh, naja. Diese Schmieden. Vielleicht kann ich über sie zur anderen Seite klettern. Der Spalt ist zu groß. Ich muss einen anderen Weg finden. Da könnte ich mich reinhacken. Da sollte ich hochklettern können. Muss ich da jetzt warten? Kann ich nicht einfach... Und das ist halt eine Sache, die absolut gar nicht geht. Dieses Klettern. Ich will nicht da runter, ich will... Diese Dinger kommen sich immer näher. Mit einem Sprung könnte ich es aufs nächste schaffen. Dieses Gefühl beim Klettern nicht wirklich machen, nicht wirklich steuern zu können. Kameraführung Super Mario Style. Immer schön gegen den Spieler. Also da haben sie verkackt. Ich habe so das Gefühl, dass ich gar nicht genau weiß, was ich hier drücke. Nein! Oh. Tipp, drücken Sie Kreis an! Ob ich jetzt? Sorry, aber einfach nein. Wenn ihr es nicht perfekt könnt, so dass es Spaß macht, dann lasst es doch. Macht trotzdem. Diese Schmieden. Vielleicht kann ich über sie zur anderen Seite klettern. Ja, können wir. Sollte ich hochklettern können. So, bin mal gespannt, ob es beim zweiten Mal besser klappt. Aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich ganz genau die hundertprozentige Kontrolle habe über dahin, wo ich wirklich hin will. Also muss ich jetzt auch nach links und dann irgendwie so ein bisschen nach rechts oben. Analog sich nach oben, nach links, nach links, nach links. Runter, runter. Nach links. Hoch, 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 hoch. Nein! Jetzt muss ich wieder hochspringen. Eben musste ich nur den Analogstick drücken. Nach unten. Nach links. Lol. Würde mich nicht wundern, wenn wir später irgendwann mal auf so einem ganz engen Terrain, wo wir permanent runterfallen können und sofort sterben, irgendwann Donnerkiefer sehen.
Da sind die Leute, die auf Eindringling und so geskillt sind, weil sie es vom Einsatz kennen und toll finden, einmal gefickt. So, jetzt musst du einen Kampf machen. Bist du nicht ausgerüstet dafür? Fick dich, ist mir egal. Diese abgehobene Leitung. So nach dem Motto, Spieler ist unsere Bitch, fick dich, ist halt dieses Dark Souls-Gehabe. Dark Souls-Fans sowieso alles schlucken. Weil sich gefühlt auf dem Erfolg vom ersten Teil. Sieht aus, als hätte die Maschine Flüssigkeit im Schweif. Was ich damit wohl mache. Sich fortpflanzen. Das haben mir Männer auch, Flüssigkeiten im Schweif. Entschuldigung. War klar. Natürlich, die sind ja jetzt. Viel. Das Schild. Kann man mal machen. Bringt super viel. Damit komme ich vielleicht hoch zur Lüftung. Kannst du das auch abschalten? Finde ich so dumm. Ich finde das so bescheuert, dass das nicht funktioniert. Wirklich, ich finde es so gar nicht interessant. Warum fahre ich? Warum klettert die jetzt links? Boah, komm schon. Ich drück ganz normal nach oben. Warum? Nach oben, nicht nach rechts. Also die Kletteranimation haben sie. Sieht so aus, als wollten sie da, hätten sie nicht gewusst, was sie da genau machen wollen. Nee. Ich ziehe alles zurück. Ich mag die Brutstätten nicht mehr. Schade eigentlich. Langhälse sind super. Lass mich raten, wir müssen jetzt gegen unfertigen Langhals kämpfen. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückungen holen. Das ist eigentlich schade, dass Langhälse sind friedliche Tiere. Naja, Roboter, okay. Das kann nicht gut sein. Thank you.
klar. Machen wir den sau schnell. Warum nicht? Yo. Warum nicht dauerhaft? Ist immer eine Maschine, da muss ich dich erholen. Rollrücken. Na dann. Ich hätte gerne eine Maschine, die sofort killt. So einfach. Ein paar Maschinenüberbrückungen. Einfach so, keine Ahnung. Keine Schwachstelle. Die guckt dich dauerhaft nur an und bam, 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 bis du tot bist. Das wäre doch mal was für ein Teil 3, hä? Da könnte man so richtig. So ein richtiger Fucker You. So ein richtiges. Ne? Guerilla Games. So ein richtiges Big Dish-Spieler. Wir haben keinen Bock mehr auf den nächsten Teil. Wir wollen euer Geld. Mehr unvollständige Überbrückungen. Die muss ich zur. Weird. So. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Jetzt muss ich jetzt einen Ausweg aus dem Dungeon rausfinden. Oh, komm schon. Naja. Ich petze es durch und dann wird erstmal nichts mehr von den angepackt. Keine DLCs oder sonst was. Ich weiß nicht. Wenn ihr es unbedingt spielen wollt, holt euch die PS4-Version. Upgrade auf die PS5-Version kriegt ihr kostenlos. So wenig Geld wie möglich reinstecken. Yay. So ein zeitbasierendes Ding. Natürlich muss es so nehmen. Ja, das stimmt. Ich habe auch keine Lust mehr, gegen so ein Vieh zu kämpfen. Ich will jetzt einfach nur hier raus. Weil wir hier in eine andere Dingsbums kommen. Das habt ihr gut gemacht, Spiel. Das habt ihr wunderbar gemacht, Guerilla Games. Oh. Eine Frage. Habt ihr dir echt keinen Bock auf das Spiel? Guerilla? Ihr habt nämlich so das Gefühl, dass es irgendwie alles, was das erste ausmacht, über den Haufen geworfen wurde und nur Fehler gemacht wurden. Ich meine, komm schon.
Irgendwie war das jetzt ein bisschen komisch. Vor allem diese Übergänge. So, und nu? Wieder zurück. Och nee. Wirklich? Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse. Der einzige Weg hinüber führt nach oben. Och nee. Aber wie? Kann ich nicht einfach draufbleiben? Also ich hatte das Gefühl, dass selbst die Dingsbums, die kleinen Wächter da, dass die wesentlich angenehmer zu bekämpfen waren. Die haben Spaß gemacht. Er hat mich natürlich direkt entdeckt, ne? Er hat gesessen. Wie lösen wir den? Sein. Ihr habt es nicht schön gemacht, ihr zwingt es dem Spieler nicht dauerhaft auf. Sollte ich im Kopf kommen. Mit dem richtigen Timing kann ich runterspringen. Oh,
Muss ich jetzt? Oh oh, ich habe Gesellschaft. Ich will das Zeug sammeln. Könnte doch nicht bringen, mich hier so quälen zu lassen. Komm ich hier rüber? Mich raten, ich muss den Kopf mitnehmen. Wie der Kopf repariert wird. Ah, okay. Dann geht's ja noch. Brutstätten machen mir keinen Spaß. Der ist wieder ganz. Der Metallarm hält ihn fest. Wenn ich den Langhals überbrücke, könnte ihn die Schockwelle losreißen. Also super. Langhals überbrücken, für was denn? Super Audio. Also ich weiß nicht, ob es an mir lag. Es hat geklappt. Bleib jetzt hier drauf. Lebe jetzt mein Leben einfach hier. Hey Boys. Yeah. Oh, wir haben aber gut XP bekommen. Also Fähigkeitspunkte. Es tut gut, wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist auch nicht übel. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Einzige, was richtig geil ist hier. Die Dingsbums. Die Optik. Aber der Rest ist halt irgendwie, fühlt sich so vage an. So irgendwie so meh. Der Rest fühlt sich einfach so mehr an. Fernkampf plus. Verursache bei Tarnung mehr Stoßschaden aus Distanz. Nehme ich mit. Was ist das hier? Nee, leiser Speer. Ich mach sowieso. Ich sag mal so, ich mach sowieso alles. Also dementsprechend. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn noch für Quests? Samen der Vergangenheit, 24, 25, 32, 32. Langhälse. Brutstätten. Todessehnsucht interessiert mich alles nicht. Die Frage ist nur, komme ich hier ran?
Kartenmodule. Unbekanntes Lagerfeuer, da war ich noch gar nicht. Oder nicht so richtig. Ja, machen wir aber beim nächsten Mal. War eine interessante Brutstätte, aber bitte, ich hoffe, dieses Scheißklettern mit diesen beweglichen Objekten kommt nicht, weil das ist irgendwie sehr, ich habe das Gefühl, nicht richtig durchdacht. Und ich bleibe bei der Meinung. Da kann man sehen, wie man es will, aber ich finde es irgendwie komisch. Naja, macht's gut. Tschüss.